Willkommen zurück zu Attack on Titan Wings of Freedom. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part wollte Mikasa sozusagen zu dem Stützpunkt zurück, um einfach die Kräfte zu mobilisieren. Armin, Annie, Rainer, Marco, Jean, Berthold, alle sind da. Und ja, Conny natürlich auch. Conny, du bist auch da. Freut mich, dass du wieder da bist, Conny. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben alle keinen Plan, was hier genau gerade in der Stadt abgeht. Ich meine, ein Titan verprügelt andere Titanen. Das hört sich schon crazy an. Und ja, da hinten sehen wir das Loch sogar. Oh, shit. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter bei Armin, mein Sohn. Ich war mir nicht sicher, ob der Titan sich so bewegen würde, wie ich dachte. Aber es hat vorerst irgendwie geklappt. Bleib optimistisch, Armin. Bleib optimistisch. Armin findet immer eine... Was? Armin findet immer eine Lösung. Was sollen wir jetzt machen? Okay. Ob das so gepasst hat? Ja. Alle sollten hier ihre Sachen auffüllen und dann fliehen. Wie geplant. Gut. Dann stellen wir uns sofort der nächsten Aufgabe. Bin gespannt. Der Titan dreht gleich wieder durch. Wie der so schön wieder ausrastet. Oh Mann, ey, ich freue mich jetzt schon auf das, was vielleicht jetzt schon kommt. Das wäre so schön, wenn ich das spielen dürfte. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht informiert oder so. Aber wenn das jetzt kommt, dann freue ich mich. Dann kann das jetzt richtig geil werden. Tatsächlich, es kommt. Ich darf den Titan spielen. Oh mein Gott, das wird ja richtig lustig. So, kann ich jetzt nur noch auf Viereck spammen oder kann ich auch was anderes machen? So, wir können ja mal springen. Oh mein Gott, kann ich auch durch ein Haus springen? Spring mal. Ja, das geht anscheinend nicht, okay. Was ist das? Ah, das ist so... Ist das eine Ultimative gewesen? Ich glaube, das war sowas wie eine Ultimative. So, Titansteuerung. Wenn du in deiner Titanform bist, drücke Viereck für normale Angriffe und Dreieck für Wurfangriffe. Außerdem kannst du mit X ausweichen. Drücke beim Ausweichen Viereck, um einen Sturmangriff auszufüllen. Halte X in der Titanform gedrückt, um zu springen. Greife Titan an, um deine Zornanzeige aufzufüllen. Wenn sie gefüllt ist, drücke Kreis, um einen mächtigen Zornangriff anzuwenden. Okay, den habe ich anscheinend gerade verschwendet. Oh, Alter. Mit X gedrückt können wir springen, okay? Alter, ist das krass. Kann ich ein Haus nicht kaputt machen? Echt nicht? Na komm, ist doch schade, wenn ich ein Haus nicht kaputt machen kann. Okay, egal. Machen wir mal das hier. No! Was ist das denn? Ich hab den einfach am Gesicht gegrabt und hab den einfach weggeklatscht. Komm, machen wir es bei dem ja auch mal. Oh, shit. Wir können jetzt so einen Wuchtangriff machen. Sollen wir mal machen. Ich muss aber erstmal ein Stück weg, dass ich mehrere auf einmal treffe. Wie zum Beispiel jetzt. Sehr cool, Alter. Scheiße, ist das cool. Kann ich auch den grappen? Tatsächlich, das geht auch, egal welche Größe. Ich kann einfach jeden grappen. So, zum Ausweichen. Ja, komm. Sowas brauche ich nicht. Ich bin mächtig genug, Alter. Da brauche ich doch keine Ausweichmoves, Alter. Das ist ja lame. So, komm, den grappen uns nochmal. Ich finde das Grappen richtig cool. Das sieht so lustig aus, wenn er sich da so einen riesen Typen da grappt. So. Wir können ja wieder so einen Wutangriff machen. Wir müssen die natürlich... Wow! Übertreib halt, wie weit der gesprungen ist. Geht mal weg von dem Haus, Alter. Ich glaube, er spinnt. Das ist wie so ein Sturmangriff. Also, ihr kennt es ja bestimmt aus Pirate Boris, wenn zum Beispiel Ruffy so einen Sturmangriff macht. Also seine Ultra. Und es trifft dann einfach alle in diesem Radius geradeaus. Und genau so ist es hier auch. Nur, dass es hier einfach ein verdammter... verdammter Angriff ist. Oh mein Gott! Dreht den mal weg! Also die kleinen Titans kann man wegtreten. Ich muss natürlich... Das ist so eine Mission, wo ich die Leute auch zum Teil beschützen muss. Deswegen schnell darüber. Ey, wo gehst du hin? Bleib schön hier. Alter, man kann doch die Häuser kaputt machen. So, da, Sturmangriff. Alle wieder weg. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine mit dem Prinzip mit der Ultra-Attacke, dass man da einfach alle wegklatschen kann. So, komm mal her, den grab ich mir mal. Das Lustige ist, selbst wenn ich die grab, ich kann die einfach alle angreifen. Das trifft alle. So, wir müssen wieder zurück. Und zwar da hinten hin. Lol, wie ich auch langsam leuchte. So. Haut mal ab jetzt. Zählt das? Ich glaube, das zählt wirklich. Tatsächlich.
Ich habe bis jetzt alle Titans besiegt. Jetzt kommt wahrscheinlich der ganz große. Yippie-ya-hey. Lol, ist das nicht derselbe Titan wie aus dem letzten Part? Der hat auch so eine Fresse gezogen. Egal, den schnapp ich mir. Komm mal her. Kann ich mir den jetzt so grappen? Sag aber bloß, der ist jetzt besiegt. Okay, der hat wenigstens Leben, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Den dreh ich wie so ein Hund. Titansteuerung 2. Drücke neben einem Titan und Unterwerfungsziel R1, um ihn zu erfassen und im Auge zu behalten. Drücke erneut R1, um die Erfassung auszuheben. Drücke L1 inzwischen. Achso, ja, okay. Okay, aber ob mir das jetzt was bringt? Ich meine, meine Angriffe bleiben ja trotzdem gleich, oder? Also ich kann ihn halt einfach nur erfassen, falls ich wirklich einen Titan spezifisch angreifen möchte, ist das auf jeden Fall ziemlich gut. Ansonsten eigentlich nicht brauchbar, weil man einfach so krass stark ist. Ich einfach alle Häuser kaputt mache. Scheiß auf die Stadt. あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。どうかんだ。そんなこと。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？ エレンがあの時巨人に飲み込まれた。一体何が。これをエレンがやったってことか。 Surprise, surprise, motherfucker. Ja, Eren ist sozusagen der Titan gewesen, der mit Haaren übersät war im Gesicht. Ja, ziemlich überraschend. Der ein oder andere weiß das schon, der den Anime natürlich gesehen hat. Die ein oder anderen, die es nicht gesehen haben, sitzen jetzt wahrscheinlich sprachlos vor dem Bildschirm und denken sich, what the fuck. Okay, ich würde sagen, machen wir gleich mal weiter. Ich fand's mega episch, mit Eren wirklich einfach mal als Titan da rumzuhüpfen und einfach mal die anderen Titans zu vermehren. Das ist einfach mal wieder was komplett Neues. Und da finde ich super, dass sie das wirklich eingebaut haben, weil die hätten es auch einfach überspringen können oder beziehungsweise mit einer Cutscene irgendwie überdecken können. Deswegen, ich finde es echt super, dass sie das gemacht haben. Mal gucken, wie es jetzt genau weitergeht. Eigentlich fehlt ja noch was, wenn ich mich nicht irre. Aber ich weiß es selber gar nicht mehr. Ich habe den Anime 2014 gesehen. Bis dahin weiß ich ja auch noch alles, aber wie es jetzt gerade weitergeht, weiß ich gerade nicht mehr. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Scheinbar werden wir als nächstes Armin spielen, so wie es hier aussieht. Ja, ich würde nur sagen, legen wir los. Mi
や、ミカサは、まさか。俺たちには、守秘義務が課せられた。言えない。もっとも、隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい。あいつ。気がついたか、エレン。ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか、訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよ、ミカサ。考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。
の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解けます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。Ja, da hat Armin auf jeden Fall einiges gesagt. Kommandant Pix ist der ranghöchste Offizier der südlichen Gebiete. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir noch am Leben sind. Joa, du spielst nur noch als Armin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Blonde hier in diesem Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Pixis will uns anhören, sozusagen. Ich konnte die Ehre nochmal wirklich vor dem Tod retten, beziehungsweise dafür, dass er nochmal nicht flüchten musste oder so. Ich fand die Worte eigentlich ziemlich geil, was Armin gerade gesagt hat, und der hat auch vollkommen recht. Ich meine, das hat schon seinen Grund, warum die Titans Eren angegriffen haben und warum Eren die Titans angegriffen hatten, aber nicht die Menschen. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und Eren auch mal zu Wort kommen lassen. Aber das alles werden wir dann in den nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. War auf jeden Fall jetzt ein Part mit Hälfte Gelaber von mir und Hälfte Cutscenes, aber nun gut, muss halt auch mal sein. Ich meine, wie soll man solche Szenen denn im Spiel als Gameplay verwickeln? Das ist ja auch irgendwie nicht möglich. Deswegen passt es schon meiner Meinung nach. Aber okay, ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da, schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tödelö.